Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir werden jetzt den Schweinen nach dem Wasser geben. Und zwar auf Stall Nummer 3. Dann sind die auch versorgt. Und es sind Tiere. Das heißt, die ersten haben genug, die zweiten haben genug, die dritten haben genug. Und die haben auch genug. Kühe. Ja, da steht Hänger bereit, wo wir uns abkippen. Und Wasser haben die auch noch genug. Also heute haben wir da in der Beziehung keinen Stress. Gut. Tür voll. Den Anhänger fahren wir jetzt zum Hof. Stellen wir bei den Tieren ab, bei den Schweinen. Und dann schauen wir nachher gleich, dass wir die ersten. Wenn der Regen meldet, könnte man eigentlich die große Wiese machen, weil sonst keine Gefahr läuft, voll zu werden, weil der nass ist. Und dann können wir die klein machen. Da werden wir das Ding Verband machen mit zwei Fahrzeugen. Aber erstmal muss man sehen, dass wir ein bisschen Stroh aus dem Lager rauskriegen, sonst kommt gleich wieder die Meldung, Ding ist voll. Beziehungsweise die Meldung ist da, aber das ist alt. Dann können wir noch ein bisschen Stroh Dings bringen. Zur Pelletsfabrik und den Rest voll machen, Mischfutterfabrik, was da noch reingeht. Heute ist nichts reif, nur Gras. Und Gras ist reif, ansonsten wir düngen aktuell noch mal die andere Grasfläche, die ist ein bisschen gewachsen. Wir können noch mal düngen. So, den kippt man mit dem Stroh raus, das ist fast wieder voll. Der Strohfahrer liefert quasi Stroh. Müssen wir bald nochmal die großen Felder in zwei Fahrzeuge fahren lassen. Ja, dann müssen wir bald eine Erweiterung machen für ja, lagermäßig. Noch ein Silo aufstellen in der Nähe. Ich muss mal schauen, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen Mischfutter verkaufen können. Das fahren wir noch mal rein in die Pelletfabrik und dann den Rest nachher fahren wir der Mischfutter rein. Vielleicht verkaufen wir auch ein bisschen Mischfutter, mal sehen. Die brauchen jedenfalls eine viel Silage. So, der ist voll. Also wir haben genug zu tun. Licht hier um Stroh. Mais sieht reif aus, ist auch nicht reif, aber man kann schon häckseln, ne? Also häckseln könnte man beginnen. Wenn wir keine Arbeit hätten, das wäre eine Option, ne? Thüringen-Kader kommt nächstes, also in-game nächstes Jahr, also im Prinzip, ja, kein Mais, weil wir jetzt von der Fruchtfolge her kein Feld frei haben, wo wir im Prinzip sagen können, wir können wieder eine Getreidesorte anpflanzen. Das geht von der Fruchtfolge her nicht. Da habe ich vor Gras abzusehen auf Feld 38. So, mal schauen, wo wir reinkriegen hier alles. Ne? Dann kann er bis zum Winter arbeiten und dann schön fleißig. So. So, Stroh ist eigentlich voll. Gut.
Das ist gut. Das wollte ich erreichen. Und der Rest Strohkanne theoretisch. Könnte man auch Ballen pressen, ne? Dann könnte man die Ballen einlagern. Ach, wohl. Das lohnt sich nicht, mit die 800.000 Liter, die wir in dem Lager haben. Da kommen wir noch lieber in eine Lagererweiterung. Weil mehr Stroh kriegen wir jetzt das Jahr nicht mehr. Also 12, das letzte Feld. Wenn wir das entsprechend jetzt noch einen Hänger voll machen, dann kann er noch ein bisschen fahren. Und wenn der Rest nicht, ja gut. Deswegen würde ich das nicht anfangen. Ah, jetzt kommt der Regen. Also der heutige Tag wäre mein Ernte sowieso nicht geworden. Regentechnisch gesehen. So, dann fahren wir jetzt rein in die Mischfabrik. Den Rest fahren wir wieder zurück rein. Endlich mal Regen in Thüringen. Quatsch. Im Norden. Hatten wir ja lange nicht, ne? Gut, dafür haben wir Regen in Thüringen reichlich gehabt. Das ist Folge Nummer 5. Wir haben ja Dienstag eine Doppelfolge gehabt, ein Dreifach. Gut, das ist halt. Hatte ich früher das Problem öfters gehabt, weil die keine OBS Labs keine Zeitanzeige hatte. Hat mittlerweile eine Anzeige mit der Zeit. Aber ist halt so, ne? Das passiert halt. Weil man den Ferkel dermaßen verwirrt, kann man sagen. Von der Rolle, dass ich wusste, oh Scheiße. Jetzt muss schnell was tun und dann habe ich die Zeit vergessen. So. Schauen wir mal. Wir noch reinkriegen, ne? Weil im Grunde fehlt uns die Lage. Und noch ganz reingekriegt, gut. Den nächsten auch gleich. Auch mal reinkriegen. Ne? Nicht ganz. Da ja die Lage fehlt, können wir auch keine herstellen. Und wenn wir keine herstellen können, denn geht doch kein Stroh weg. Und Stroh ist hier eh das kleine Problem. Wir brauchen ja mehr Heu. Und Heu haben wir jetzt noch im Heulager. Und hier im Lager. Also Heu, denke ich mal, soll kein Problem sein. Die Tiere könnte man auch noch Stroh versorgen. So. Wo ich gesagt, die oben, die Schweine kriegen, bleiben Gülle. Und die unteren Tiere kriegen Stroh. Dann stellen wir den nochmal beiseite, dass er nicht im Weg steht. So, mal gucken, wo wir Platz haben. Ganz vorne haben wir Platz. Also lieber eigentlich die Hallen, wo man im Prinzip reinfahren kann und auf andere wieder rausfahren kann. Dann sparen wir uns viel Zeit ein. Ne? Den Zweiergespann einparken, das wäre auch ein bisschen, ne, abenteuerlich. Für mich jedenfalls. So, das wäre das. Jetzt geht das los mit Vorbereiten. Grasmähen. Das heißt, wir müssen mal die Fahrzeuge hinfahren. Zumindest nicht zum Mähen. Wir stehen schon hier. Repariert und vollgetankt, denke ich mal, alle. Auf zur Feldnummer, ich glaube 44, da fangen wir an, da ist gerade Regen, das passt gerade so. Gehen wir durch hier. Überall zugeparkt, ne? Wenn wir hier rechts vorbeifahren. Also mal schauen, wie am besten fahren kann. Das Feld 44. Weil
bin auch nicht so oft gefahren. Wie gesagt, eine Karte hat man locker zu tun mit der Vierfach in der Zeit von, um alles zu schaffen, muss man echt viel Zeit investieren und stoße ich mal an meine Grenzen. Ne? Also so, mal schauen, da ist jetzt die da. Das ist Richtung 24 vorbei, dann rechts fahren. Es wird ja heute Strom leider weniger, aber gut, das ist halt so, ne? Also heißt auch für uns hier, wir brauchen noch einen zweiten Abfahrer für Strom im nächsten Jahr. Das heißt, Traktoren hätten wir eigentlich genug normalerweise. Müssen wir schauen, dass wir da entsprechend ja, noch ein Ladebahnkauf zum Frühjahr halt, ne? Wir schaffen im Frühjahr ein paar Fahrzeuge an. Ladewagen ganz oben auf der Liste. Bestellen wir bei Decker, ne? Hey, verkehrte Spur. Also wer jetzt Technik haben möchte, muss jetzt bestellen, sonst wird's eng. Bis zum Frühjahr, sag mal so, ne? So, da sind wir. Brrr, halt an, du. So, was meldet ihr hier gerade? So. Das ist ein verkehrter Stahl. Na, stell dir vor, wir müssten zurücklaufen, das wäre das Unding, ne? Ja, das wäre der nächste Schritt. Intelligente Abfahrer oder Angestellte, die man sagen kann, das musst du machen, ne? Natürlich mit entsprechenden Lohnzahlung, ne? Feste Angestellte kosten natürlich anders Geld wie normaler Helfer. Der Helfer zahlt ja nur lange Arbeit. Normalerweise. Aber ich glaube, das ist hier nicht vorgesehen, glaube ich. Dann heißt schon eher Manager als Landwirt. Ne? Aber viele Arbeiten sind halt alleine nicht machbar. Ne? Brauchst immer einen zweiten oder dritten, der damit zupackt. Kann man leicht beide fahren lassen, mähen, und dann können wir schon mal den nächsten beiden hinfahren zum Ballenpressen, ne? Entschuldigung, da wird das heute über die Bühne ziehen, ne? Dann kann ich morgen bearbeiten und entsprechend dann auch schon mal hochladen. Dienstag folgen, die muss ich hochladen. Also, wenn ihr es jetzt hört, ist schon erledigt. Zum Glück ist morgen Feiertag. Also, sonst wäre das, glaube ich, eng geworden. Dazu habe ich zu viel CD gespielt. Also, ich konnte irgendwie nicht loslassen. Wenn ich das hier erzähle, ist der erste Blutmond schon vorbei, was ihr sehen könnt. Und ich bin bereits dabei, Richtung zweiten Blutmond zu gehen. Wer danach einen zweiten Blutmond umstellt auf 7 Tage, auf Original, damit die Sache spannender wird, ne? So. Gut, hinten auch aufklappen.
Dann beginnen wir damit in der nächsten Folge. Dann sage ich hier mal Tschüss in den Winkel. Ciao, ciao. Ich danke mal fürs Reinschauen. Dann morgen geht's. Heute geht's weiter. Tschüss.